Also dieser Kuss mit Malte, das war auf jeden Fall eine Erfahrung. Wir waren beide danach uns einig, dass das nichts ist, was wir wiederholen müssen. Passend zum neuen Jahr beantworte ich mal wieder ein paar von euren Fragen. Die erste Frage ist, kannst du gut Skifahren? Ich bin Österreicherin, excuse me. Also Skifahren kann ich, ja, aber das letzte Mal habe ich es wirklich so vor 10 oder 12 Jahren gemacht. Deswegen weiß ich nicht, ob ich es noch gut kann. Snowboarden hingegen habe ich, glaube ich, einmal gemacht oder zweimal und das war so semi-gut. Da lag ich die meiste Zeit auf dem Hintern. Seid ihr Skifahrer oder Snowboardfahrer oder irgendwas ganz anderes dazwischen? Schreibt es mal in die Kommentare. Eine Frage zu unserem Haus. Wir haben ja ein Haus gekauft und sind am Renovieren. Wie lange hast du schon renoviert und was glaubst du, wie lange wird es noch dauern? Ja, wir haben schon relativ viel renoviert, ne? So Tapeten ab, Boden raus und so weiter und so fort. Aber es gibt auf jeden Fall noch Sachen zu tun, Badezimmer zum Beispiel neu machen und solche Geschichten. Mit Einrichten und so, weil das spielt für mich auch ja eine wichtige Rolle, werden wir schon noch ein Jahr auf jeden Fall brauchen. Mich würde mal interessieren, habt ihr bei euch im Haus oder Wohnung oder so mal renoviert oder habt ihr vielleicht sogar selbst gebaut? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare und schreibt mir auch gerne mal eure Erfahrungen dazu. Was ist dein Lieblingslied zum Tanzen? Ich liebe viele Songs. Ich mag einfach so spanische Musik super gerne, so ein bisschen Reggaeton oder Salsa, Cha-Cha-Chan. Aber Chan-Chan von Buena Vista Social Club ist geil. Also wer Peter und mich mal buchen möchte, Infos in der Infobox. Hast du Tipps für den Übergang vom Studium ins Arbeitsleben? Das finde ich eine sehr schöne Frage, weil ich glaube, die meisten Leute, die vom Studium ins Arbeitsleben kommen oder von der Schule ins Arbeitsleben kommen, sind erstmal völlig überfordert. Mir hat es extrem geholfen, schon während des Studiums Praktika zu machen. Wenn das möglich ist, würde ich immer empfehlen, Praktika zu machen, praktische Arbeitserfahrung zu sammeln während des Studiums, weil dann wirst du nachher nicht so ins kalte Wasser geschmissen. Weil du kommst aus so einer Schulstruktur im Studium und auf einmal ist das Arbeitsleben so ganz anders. Und deswegen fand ich das immer sehr wichtig, das so zu machen. Ich habe einige Fragen nochmal zur Meditation bekommen. Wie bist du zur Meditation gekommen? Dazu habe ich mal ein Video gemacht, verlinke ich euch hier auf dem i. In welcher Hinsicht hat dir Meditation geholfen? Und machst du Yoga oder Meditation mehr? Ich habe tatsächlich jetzt vor kurzem den Meditationsleiter fertig gemacht, also die Meditationsleiterinnen-Ausbildung. Ich bin jetzt ausgebildete Meditationsleiterin. Insofern würde ich sagen, also ich meditiere mehr, als dass ich Yoga-Praxis mache, wobei Meditation ja eigentlich zur echten Yoga-Praxis total dazugehört. Und eigentlich sind diese Asanas, das, was wir unter Yoga in der westlichen Welt kennen, ja eigentlich nur gemacht wird, um den Körper vorzubereiten auf das Sitzen beim Yoga. Es hat mich gelassener gemacht, es hat mich viel weniger verzettelt gemacht. Ich kann mir Dinge dadurch also viel besser merken. Ich kann mich besser in andere Menschen reinversetzen und besser verstehen, dass andere Menschen halt auch eine andere Meinung haben und sie besser stehen lassen. Was ist die größte Erkenntnis, die du im Laufe der letzten Jahre gewonnen hast? Und da muss ich mich erstmal umsetzen für so eine große Frage. Ich glaube, die größte Erkenntnis war, dass es wichtig ist, mir selbst zuzuhören. Weil ich wollte immer nicht zuhören, ich wollte diese ganzen negativen Stimmen, die von allen Seiten gekommen sind, einfach ignorieren und am liebsten Erde draufhauen und sie ganz tief vergraben. Das hat natürlich nicht funktioniert, so ist es leider meistens mit dem Unterbewusstsein. Eine dieser Stimmen in mir war zum Beispiel auch mein inneres Kind, das ich nie hören wollte, dem ich nie zuhören wollte. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen abstrakt, wenn man so davon spricht, dass man in sich ein kleines Kind hat. Aber es geht einfach um die Glaubensmuster, die man eben sich als Kind im Grunde angewöhnt hat, die man sich sozusagen einprogrammiert hat, wenn man so will. Und das ist, und in den Momenten, in denen die getriggert werden, auch im Erwachsenenleben, ist man dann wieder wie das kleine Kind und verhält sich dann auch meistens nicht wie ein Erwachsener. Und dieses innere Kind in mir, diese kleine Hannah sozusagen, kennenzulernen, das war für mich auch eine ganz, ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die kennenzulernen und ihr überhaupt erstmal zuzuhören und dann wirklich auch eine gute Beziehung zu ihr aufzubauen. Das war für mich super, super wichtig. Auf was legst du im Leben Wert? Leben wie Gott in Frankreich. Ein guter Wein, ein guter Käse, ein gutes Brot. Ja, also ich lege schon auf gute Ernährung auf jeden Fall. Also auf leckeres Essen lege ich viel Wert. Ich lege sehr viel Wert auf Freundschaften, auf Ehrlichkeit, auf Loyalität, auf Freiheit. Das ist mir auch sehr wichtig, ein sehr wichtiger Wert.
ein liebevolles Miteinander, also ein soziales Miteinander, ein respektvolles Miteinander, respektvoller Umgang miteinander, das finde ich auch sehr wichtig. Wie ist es eigentlich, Malte zu küssen für dich? Ja, in der eBay Kleinanzeigen-WG habe ich ja auch Malte geküsst. Also dieser Kuss mit Malte, das war auf jeden Fall eine Erfahrung. Wir waren beide danach uns einig, dass das nichts ist, was wir wiederholen müssen. Es war jetzt nicht schlimm oder so, aber es war einfach super technisch, weil ich wollte halt, dass es total schön aussieht. Die nächste Frage, was würdest du nicht für Follow-Me-Reports machen? Das ist sicher nicht nur eine Sache, da gibt es wahrscheinlich ein paar Sachen. Also für alle, die das Format nicht kennen, das ist ein Reportageformat, wo ich meinen Horizont erweitere oder vielleicht auch mein Weltbild hinterfrage und neue Dinge ausprobiere auch. Und es gibt ja zum Beispiel auch die Reportagen, wo Reporter dann irgendwelche Drogen konsumieren oder sich betrinken oder so vor der laufenden Kamera. Das würde ich Stand jetzt nicht machen. Und ich würde nicht so ganz, also es müsste für mich einen guten Sinn haben, dass ich das tue. Wenn ich sage, okay, das macht Sinn, weil damit wird der Regenwald gerettet, dann würde ich es machen. Also wenn das einfach keinen richtigen Sinn hat, dann würde ich es nicht machen, denke ich. Nee. Wie gehst du mit den teilweise belastenden Themen aus den Follow Me Reports Folgen um? Was hilft dir? Also erstmal muss ich sagen, dass ich wirklich grundsätzlich einfach mega dankbar bin, dass ich diese Erfahrung machen darf, dass mich diese Menschen, die Protagonisten, so in ihr Leben reinlassen und diese super privaten, intimen Geschichten mit mir und mit den Zuschauern teilen. Insofern bin ich in erster Linie einfach ganz oft sehr berührt und nicht belastet. Also ich bin eher dankbar und berührt davon. Also das sind ja alles Themen, die zum Reflektieren auch anregen sollen. Das ist grundsätzlich auch erstmal nicht verkehrt, wenn mich das irgendwie dann noch im Nachhinein beschäftigt, weil es hilft mir ja auch, meinen Horizont zu erweitern. Lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche am Donnerstag um 17 Uhr mit einem neuen Video sehen. Dicke Bussis, baba! Dicke Bussis.